In diesem Video zeige ich, wie man ein Stahlvorfach mit Einzelhaken schnell, sicher und sauber bindet. Beim Naturköderangeln im Meer verwende ich ausschließlich Circle Hooks bzw. Kreishaken. Nicht zu verwechseln mit Rundbogenhaken. Circle Hooks besitzen eine nach innen gebogene Hakenspitze, die auf den Hakenschenkel zeigt. Beim Biss wird nicht angeschlagen, sondern der Haken zieht sich im Idealfall selbst im Maulwinkel des Fisches fest. Keine Drillinge verwenden. Im schlimmsten Fall hat der Fisch dann beim Abriss ein zugenageltes Maul oder Schlund und kann weder richtig atmen noch Nahrung aufnehmen. Auch wenn in den meisten Fällen Rochen an den Haken gehen, die keine scharfen Zähne besitzen, so ist ein bissfestes Vorfach nicht nur aufgrund möglicher anderer bezahnter Räuber ein Muss. Im Drill kann sich ein Monovorfach an Felsen, Hindernissen und auch an der rauen Haut und den Mahlzähnen durchscheuern. Ich benutze 1x7 Stahlvorfach mit mindestens 15 Kilogramm Tragkraft. 7x7 Material ist für das Meeresangeln ungeeignet, da es wesentlich anfälliger für Sollbruchstellen ist und den Zähnen von Bluefish und Moränen nicht dauerhaft standhält. Die Knotenfestigkeit ist ebenfalls schwach und darum geht es ja hier. Quetschhülsen sind nicht geeignet, da sie durchrutschen oder das Vorfach beschädigen können. Nun zum Knotenbinden. Zunächst knipst man ein Stück Stahlvorfach der gewünschten Länge mit einer geeigneten Zange ab. Mit dem Snell Knot wird der Öhrhaken an das Vorfach gebunden. Das Stahlvorfach wird dabei von vorne durch die Öse geführt. Das lange Ende des Stahlvorfachs wird dabei durch die entstandene Schlaufe und die Öse geführt. Mit einer Zange zieht man den Knoten fest. Das überstehende Vorfachende wird abgeknipst. Die Schlaufe besteht aus einem dreifachen Überhandknoten, der langsam zugezogen und durch mehrere Wicklungen auf sich selbst gesichert wird. Diese beiden Knoten bieten fast 100% Tragkraft. Garantiert.